Morgen, erster Tag nach der Nachtschicht. Also morgen bei mir, bei euch. Keine Ahnung. Realtime, 3:15. Sehr geil. Ich hatte heute eigentlich so unglaublich viel vor. Ich war so motiviert. Ich habe gesagt, so, oh, ich will laufen gehen. Ich will einkaufen gehen. Und jetzt bin ich aufgestanden und denke mir so, lauf. Aber warum soll man am 1. Januar mit so Sachen anfangen? Scheiß drauf. Los geht's. Das hat mal wieder gut, seit langem gelaufen und ja, natürlich kein großes Tempo hingelegt, aber ich habe meine 5 Kilometer durchgezogen und damit bin ich sehr zufrieden. Oh, ja, das ist halt einfach immer ein Zeitfaktor, ne? Den man sich in den Tag legt. Ich meine, das dauert, ne? Man muss laufen, man muss sich vorher umziehen, man geht hinterher duschen. Das ist jetzt alles noch nicht passiert und kommt alles noch an die eigentliche Laufzeit drauf. Und das ist Zeit, die man sich nehmen muss. Und ja, ganz oft bin ich dann irgendwie zu faul und sage, aber heute habe ich gedacht, ja, ich fange an mit den guten Vorsätzen, bevor 1. Januar ist. Wobei das Lustige, das Video kommt bei euch am 1. Januar raus. Von da an, ja, passt's ja mal wieder. Na gut, ich werde mich jetzt frisch machen. Und dann mal gucken, was der Tag noch bringt. Sehr viel wird es wahrscheinlich nicht sein, aber wenn der Vlog nichts hergibt, laufen geht immer. Ach herrlich, jetzt habe ich gebadet und fühle mich echt entspannt. Ihr kennt meine Badevorgänge, die dauern immer etwas länger. Und jetzt will ich mir, glaube ich, irgendwie einen Film angucken. Es ist halt doch der erste Tag nach der ersten Nachtschicht und oh, ich fühle mich ein bisschen gerädert. Gut, kann auch am Laufen liegen, aber eigentlich liegt es daran, dass ja, dass ich halt aus einem anderen Rhythmus komme. Na gut, ihr hört es im Hintergrund schon, meine PlayStation läuft schon warm. Ich denke mal, es wird Netflix werden oder Amazon Prime oder ich zocke, wer weiß es schon. Ja, mal gucken. Ach ja, wisst ihr, was online ist? Und zwar die zweite Staffel von You. Und ja, ich habe es direkt Angie geschrieben und sie so, oh geil, schaue ich mir auch an. Und jetzt haben wir beide schon zweite Folge durch. Mega. Leider muss ich ja jetzt noch zur Arbeit. Aber was will man machen, ne? Gut, gibt es noch irgendwas, was ich heute unbedingt erzählen wollte? Nein. Ich hatte ja neulich irgendwie so gesagt, dass ich bei 1000 Abonnenten so eine kleine Idee hatte, die ich gerne verwirklichen wollen würde. Ich werde es immer noch nicht verraten, aber ich werde es demnächst machen. Es ist nur ein bisschen extra Arbeit und von da an muss ich gucken, dass ich da Zeit habe. Morgen ist Silvester, da ist auch für sowas keine Zeit, aber das kommt. Nichtsdestotrotz, falls ihr noch irgendwie geile Ideen habt, wo ihr sagt, oh, 1000 Abo-Special, da hätten wir Bock drauf, außer jetzt, sage ich mal, einen Livestream, dann rein in die Kommentare damit, weil wir sind echt da einfallslos. Also, ich habe jetzt keine große Lust, irgendwie was zu verlosen oder so. Ich wüsste auch nicht, was. Das, was Frankie gemacht hat, fand ich ziemlich cool. Das war so ein bisschen Meet and Greet, also quasi, dass man gewinnt einen Tag mit ihm und so. Aber das stelle ich mir jetzt bei mir nicht so spannend vor. Deshalb, ja, bringt es wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, vielleicht habt ihr ja ganz andere Ideen und ich bin gerne offen dafür. Jo. Na gut, ich würde sagen, wir beenden das jetzt, weil, wie gesagt, ich ziehe mich jetzt nur noch fertig zu Ende an, dass ich zur Arbeit kann und dann gehe ich das letzte Mal dieses Jahr zur Arbeit.
Klingt toll, aber naja, ich habe effektiv nur eine Nacht frei und dann muss ich wieder arbeiten. Alles klar, wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Bis denn. Ciao.